Hallo, willkommen bei Unterwegs mit Eddie. Heute das Deichselschloss von Fullstop, Sarazen Gullwing. Kann man hier ein bisschen lesen. Wir packen das gemeinsam aus und installieren das. Und englischer Wohnwagen, englisches Deichselschloss, das gehört sich so. Wir sehen uns nach dem Intro. Auf geht's, dann packen wir mal hier den Tisch auf. Schupp. Ich finde das hier super, denn wir haben hier noch eine schöne Tasche mit dabei. Also ihr seht schon, ich habe es noch nicht ausgepackt gehabt. Alles noch original verpackt. Tasche finde ich schick, aber das habe ich ja schon gesagt. So, wo geht's denn hier auf? Nicht hier, nicht doch nicht. Ach, hier haben wir es. Gut. Also, was haben wir hier? Einmal Bedienungsanleitung und zwei Schlüssel, Schräubchen im Bus. Die Verankerung, um das Schloss vorne an der Deichsel anzuschließen. Den Safety Ball. Und oh, da merkt man schon das Gewicht. Das deutlich mehr ist als das aktuelle Safety Compact von Alco. Und dieses hat seinen Namen mit Gullwing zurecht. Das geht ja hier um dieses, wie bei Mercedes 300 SL, dieses ausgestellte, was man jetzt genauso bedient. Okay, dann würde ich sagen, bereiten wir mal vorne die Deichsel vor und bauen das Schloss an. Dann legen wir mal vorne los und entfernen einfach mal das alte. So alt ist es ja eigentlich noch gar nicht. Das Safety Compact, Hakenschlüssel. Und ihr seht schon, es hat noch ein normales Schloss. Was für dieses Schloss der größte Schwachpunkt ist. So, Safety Compact raus. Aufmachen. Bällchen raus. Schön. Neues Bällchen, diesmal von Fullstop. Wir wollen ja englisch bleiben. Kommt da rein. Dann machen wir jetzt die Aufnahme und zwar den hinteren Teil. Das ist der hier. Der wird hier drüben, jetzt müsste er mal ein bisschen auf die Seite kommen, eingehängt. Ja, also hier die Vorrichtung ist bei der AKS 3004 schon da. Nur reingeschoben. So rum. Und dann wird die Platte, die Aufnehmerplatte drüber geschraubt. So. Mit Kreuzschraubendreher. Nur nicht verlieren hier im Gras. Einmal. Na, sind wir drin? Zweimal. Und unten das dritte Mal. So, die können wir direkt festziehen. Als kleine Vorbereitung, was ich vorher schon gemacht habe. Das kann ich euch jetzt noch zeigen. Dieses Schloss hier ist mit einer Madenschraube gesichert. Das wird jetzt leicht gelöst. Beziehungsweise, wenn die Madenschraube noch nicht drin war, nur leicht angezogen, so dass ich das Ding hier, der Bolzen, bewegen kann. So, dann als nächstes wird einfach hier drüber geschoben über den Griff und deswegen heißt das Ding auch Gullwing, weil es wie diese Flügeltür zugemacht wird. Und jetzt müssen wir ein bisschen anpassen, damit das hier einwandfrei reinpasst. Und nun haben wir die Halteplatte hier anständig festgeschraubt. Die muss natürlich hier oben, das habe ich jetzt gerade gemerkt, schön sauber übereinander liegen. Dann ist hier die Madenschraube, die machen wir leicht auf. Das wird da drüber gelegt, reingeschoben, Schlüssel rein. Gut, gewackelt.
und zu. Das Schloss kann man natürlich auch während der Fahrt, was ich aber nicht empfehle, drauf lassen. Das heißt, die Anschlingerkupplung geht zu. Aber ich würde es nicht machen. Wenn irgendwas ist, kommt man einfach dran. Aber um mal kurz beim Halten oder so das Schloss dran zu machen, ist es natürlich super. Und der Riesenvorteil, das ist kein übliches Alko-Schloss. Das heißt, die Diebe, die den Wohnwagen dann entwenden wollen, finden dann hier vorne schon mal wieder eine kleine Überraschung vor und haben es etwas schwerer. Oh, und wer jetzt glaubt, das wollte ich noch kurz zeigen, dass wenn ich hier die Madenschraube für das Schloss einfach nur rausschraube, das mache ich jetzt mal ganz schnell, dann machen wir die mal raus und verlieren die hoffentlich nicht hier im Gras. Madenschraube ist raus, stell die hier vorne hin. Keine Chance, das Schloss ist fest. Ja, diese Madenschraube sichert dieses Schloss nur gegen das Herausfallen bei geöffnetem Schloss. Die hat also keine sicherheitsrelevante Funktion für das Schloss selbst. Deswegen wieder reinschrauben. Nicht ganz festschrauben, denn das Schloss innen drin muss ich ja bewegen können. Also nur ganz leicht und das war's. So, und damit ist das Sarazen Gullwing von Fullstop vorne drauf. Wer sich denn jetzt fragt, warum sollte ich mir das Sarazen Gullwing holen und nicht auf das für deutsche Wohnwagen ja Standard Alco Safety, entweder das Kompakt oder das Ultra oder was es da auch alles gibt. Für mich waren es zwei Dinge, die ausschlaggebend sind. Erstens, das ist durch das britische Sicherheitsinstitut in Thatcham geprüft und für genauso, mindestens genauso sicher eingestuft wie das dickste Schloss, das es hier von Alco gibt. Zweiter Punkt, und jetzt fällt mir sogar ein dritter ein. Es ist ein englisches Schloss, das gehört sich einfach so für einen englischen Wohnwagen. Und der dritte Punkt ist, das hier ist das relativ günstige von Alco. Wer sich das Safety Ultra, ich glaube Ultra heißt das, holt, legt zurzeit, glaube ich, 190 Euro hin. Das hier habe ich jetzt am Wochenende günstig geschossen für knapp 75 Euro und bietet den gleichen Sicherheitsaspekt. Mag jeder für sich selbst entscheiden, aber das waren die drei Punkte, die für mich ausschlaggebend waren. Es schreckt auf jeden Fall ab, da es nicht das übliche Schloss ist. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.